Herzlich willkommen zu einer Aufnahme von Let's Fish. Let's Fish ist ein Browser-Game und ich habe es jetzt ganz kurz mal angespielt. Man sieht, ich bin jetzt mittlerweile Level 2. Ich habe eigentlich, was habe ich denn gemacht? Zwei Fische vielleicht eingefangen oder drei. Und ja, lässt sich mir kurz die Steuerung erklären lassen. Und ich würde mal sagen, wir spielen es einfach mal an. Und wenn es uns gefällt, werden wir ein, zwei Aufnahmen mehr machen. Wenn nicht, dann ja, werden wir das bloß angezockt in die Playlist unter Abgezockt legen. Was gibt es denn hier für Möglichkeiten? Also, wir haben hier die Möglichkeiten, unsere Routen auszuwählen. Wir haben nur eine. Ebenfalls die Angelschnur. Ich klicke jetzt nicht alles an, es ist nichts drin, außer immer das eine. Wir haben noch nichts dazu gekauft hier, außer beim Essen. Beim Essen gibt es jetzt halt durch den Levelaufstieg, gab es jetzt noch drei Larven und ein paar Würmer. Hier habe ich noch Mais. Und wir angeln aber derzeit einfach mal ein bisschen mit Brot. Ja, Level 2 ist relativ simpel, auch Level 1 noch. Wir sind hier in diesem Gewässer, können da auch erst ab Level 5, glaube ich, habe ich gelesen, woanders hinziehen. Und ansonsten, ja, neue Update gibt's. Ansonsten Lotterie gibt's da. Das ist wie so eine Art, soll ich sagen, ja, wenn man dann was kaufen möchte oder nicht, ist es günstiger. Das ist natürlich mit Echtgeld verbunden. Ansonsten bekommt man pro Fang Münzen. Man sieht, wie schwer der Fisch ist und wie viel Geld er wert ist. Und dementsprechend kriegt man dann diese Münzen hinzu. Mit diesen Münzen können wir natürlich dann im Shop einkaufen gehen. Den zeige ich euch auch mal ganz kurz. Also wir haben hier, ja, man sieht es, ab Level 3 gibt es erst die nächste Route. Ja, unsere Routenauswahl. Da gibt es noch empfohlene Sachen. Da sieht man wieder Echtgeld. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Das meiste ist erst ab Level 3 erhältlich, Level 5 dann, macht ein bisschen größere Sprünge dann. Dann gibt es natürlich eine bessere Angelschnur. Jetzt haben wir die kleine mit 0,05 mm, also sprich 500stel. Ja, dann gibt es halt die besseren Schnuren, aber auch hier ist dann das Ganze mit dem Level verbunden. Ja, dann haben wir hier noch Meeresangeln, also man sieht, es gibt unheimlich viele Sachen, Autos, das ist natürlich wieder nur gegen Echtgeld. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das alles braucht, das werden wir dann einfach mal feststellen. Ich glaube, hier geht es sogar noch weiter. Schau, Halloween-Knochenangel, okay. Egal, ich würde sagen, ne? Wir werfen hier mal die Angel aus, das ist relativ simpel. Angel raus. Hier kann man reinziehen, wenn er anbeißt. Müssen wir ganz oft ziehen drücken. Vielleicht hört man auch das Klingen im Hintergrund, dass wir im grünen Bereich kommen. Wir können zu schnell drücken, aber auch zu langsam. Ja, dann haben wir unseren kleinen Fisch. Preis 2. Das bedeutet, wir kriegen 2 Münzen. Erworbene Erfahrung und Gewicht. Man kann damit noch angeben. Da gibt es noch so einen Chat. Aber auch hier, das geht erst ab Level 5. Was mich jetzt ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, ich hab bin Angeln verbinde ich ein bisschen so mit Ruhe und ein bisschen warten, genießen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Anfang ist in den ersten Leveln, aber das dauert hier wirklich nur einige Sekunden, ja, wie man sieht. Oh, Fisch ist losgerissen. Schmeißen wir wieder aus. Hier gibt es schon den nächsten. Ich drücke mal auf Angeben. Ich will das eigentlich bloß mal wegdrücken. Ich mache jetzt mal. Ne? Wo bleibt die Grafik? Angel auswerfen. Jawohl. Mal Level 3.
eine Rolle. Der bringt schon 7 und 15 Erfahrung. Ach, angeben will ich doch gar nicht. Und jetzt sind wir auch schon Level 3. So, und da gibt es 3 Mücken und Mais. Klicken wir jetzt mal weg. Ja, da wird uns gezeigt, was es alles gibt. Ach, Turnier wollte ich doch gar nicht. Wir haben so viel Kohle hier, 386. Wir fangen, glaube ich, mit 350 schon an. Und von daher würde ich sagen, wir geizen da nicht rum. Ah, das ist echt blöd, gell? Aber wegen 2 Level jetzt schon 50 ausgeben, egal. Das machen wir jetzt einfach. Ach, mit Level 4 gibt es erst die bessere Schnur. Ja, dann klicken wir hier unser Router an. Jetzt können wir hier diese hier verwenden. Perfekt. So, schön klicken. Klicken, 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 klicken. Unglaublich, wie schnell die anbeißen. Blitze. Aha. Aha, einen neuen Platz haben wir zur Auswahl. Kleiner See, ist es in Europa der kleine See? Okay, was gibt es denn da für Fische? Gefangen 4 von 11. Oh, vorbei mit der Ruhe. Preis 8, was ist denn hier eigentlich? Ach, einen Kescher haben wir noch gar nicht, ein Lockmittel auch nicht. Kraftbonus, Erfahrungsbonus, Lockmittel aktivieren, Netz auswerfen, also haben wir schon einiges noch vor uns. Ah, das ist mir ein Tick immer zu viel. Ah, und dann beißt schon wieder eine. Na, da auf X gedrückt. Wir wechseln mal hier das Brot und nehmen mal das Mais. Mal gucken, ob sich da was tut. Zieh, mein Junge, zieh. Oh, eine Schleie. Gibt schon ein bisschen mehr Kohle. Und dann haben wir auch. Achso, es war ein anderes Level. Oh, da muss ich jetzt schon richtig kämpfen. Da muss man richtig fix drücken, muss ich sagen. Ach, angeben wollte ich doch gar nicht. Angel auswerfen. Und schon wieder eine angebissen. Boah, hat der gekämpft.
Leco Mio, ey, was ist denn da jetzt los? Die habe ich jetzt mal gehabt. So, sind wir gleich Level 4. Klack, 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 klack. Preis 14, Döbel. Ach, das wollten wir gar nicht. Und mal schauen, was wir jetzt halt hier haben. Schau her, ich habe schon ausgeworfen und schon einer angebissen. Also wenn sich das im Spiel hier nicht ändert, ich finde es schon ein bisschen stressig so. So, Level 4. Kalkwaben und so Zeug können wir jetzt halt noch. Na, gucken wir mal. Jetzt gibt es auch die bessere Schnur. Jetzt gehen wir mal einkaufen. Was gibt es jetzt alles Schönes? Hier gibt es eine neue Route, die bringt uns eh nichts. Wir können dann mal eine ganz andere Angel. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Mal Level 8. Und hier sind wir so, ab Level 15, das ist ja noch ewig weit hin. Bleiben wir mal hier. Angelschnüre nehmen wir auf jeden Fall. Zack, gekauft. Dann Haken. Was an dem besser? Bis zu 1 Kilo. Den nehmen wir auch. Köder haben wir ja schon zur Auswahl gehabt. Hier sieht man nochmal die Auswahl. Schnecken können wir auch schon kaufen mittlerweile, oder? Doch, Schnecken können wir auch kaufen. Da brauchen wir aber gerade nichts. Lockmittel eventuell. Oh Gott, gibt es denn nur gegen Echtgeld? Okay. Was sind denn Lizenzen? Ach, da kann man sich Angelreviere auch noch kaufen. Auch wieder nur gegen Echtgeld. Kärcher, ah, okay, da kann man wieder normale Sachen kaufen. Okay. Beschleunigt, hier. Beschleunigt das Rausholen um 5%. Ermöglicht einfaches Rausziehen des Fisches, wirkt auf einfache Ruten sofort nach dem Kauf. Was ist damit? Für 5 nehmen wir es mal. Was gibt's denn hier noch alles Schönes? Vorfächer und Netze. Aber Level 15. So, durch das Nutzen bis zu 2 Kilo, durch das Nutzen der Netze erhältst du Münzen und Erfahrung für die herausgezogenen Fische. Kannst in den verschiedenen Angelrevieren gleichzeitig fischen und alle dort auf den Fische fangen. Also für 24 Stunden. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so lange spielen. Bis jetzt wirkt mir das Spiel nicht so. Oder spricht mich gerade nicht so an. Also Angeln an sich ist schon lustig. Aber dass die Fische so schnell beißen, ist ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? So ein stressiges Spiel. Weil Angeln ist ja eher mit Ruhe verbunden und. Boah, 1,5 Kilo. Und 25 Münzen gibt es da schon. Und schon wieder am Rausziehen. Also bei jedem Rauswurf. Naja, es geht auf jeden Fall mit Erfahrungspunkten jetzt sehr schnell in dem Level. Ich will jetzt das Level 5 auch noch machen. Dann mal gucken, was sich da noch ein bisschen verändert.
Angel auswerfen und meine halbe Stunde auf den Fisch warten ist, macht jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Spaß. Aber alle 10 Sekunden, ach, das sind nicht immer 10 Sekunden, alle 3 Sekunden hier sichern abdrücken an der Maus. Das ist auch nichts. Vor allen Dingen muss man da halt wirklich zügig drücken da. Also ich mache das schon mit zwei Händen hier. Mit einer Hand halte ich die Maus fest. Das kann ich maximal eine halbe Stunde spielen, dann ist rum. Boah, 27. Und schon wieder drücken. So, da haben wir schon gleich das Level. Das ist jetzt Wahnsinn, wie schnell das Ganze jetzt geht. Ich kann gleich nicht mehr. 24 Erfahrungspunkte noch. Zieh, zieh, mein Junge, zieh. 11 Erfahrungspunkte. So, es sind jetzt noch 13. Kriegen wir jetzt einen schönen großen. Und dann gehen wir nochmal einkaufen. Ah, zu klein. Zu klein, zu klein. Einmal noch. Oh, wir haben keinen Köder mehr. Ganz Mais rauskaufen. Wir nehmen einfach mal jetzt die Mücken. Ich hau das so eine Mücke jetzt mal raus. Ui, hat schon einer angebissen. Ich hab noch nicht einmal angefangen zu drücken. So, was frisst denn eine Mücke? Na komm her. Preis 33. Okay, jetzt haben wir unser Level ab. Level 5. Es gibt Schnecken und Blutegel zum Rausschmeißen. Und ab nun sind, da sieht man nochmal, was alles verfügbar ist. Ach, ich bin jetzt da zu faul durchzudrücken. Wir gehen einfach mal in den Shop. Und dann gibt es nämlich hier schon die neue Rute bis 1,5 Kilo. Die kaufen wir natürlich. Angelschnur gibt's ab Level 6. Haken dann wahrscheinlich auch. Das ist jetzt kein Ding. Das bedeutet, wir nehmen zumindest schon mal die nächst bessere Route. Ich dachte jetzt, es gibt ein bisschen mehr Auswahl. Na komm, mein Fisch. Eine Esche haben wir. Oh, und keine Köder mehr. Ach, dann nehmen wir Brot. Da beißen sie genauso an. Erfahrungspunkte mittlerweile. Ich gucke mal, ob wir hier schon. Was waren das für Level? Level 8. Ist noch ein Stückchen hin. Nein, nein, ziehen, 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 ziehen. Okay, ich merke schon mit, dass die Nahrung wohl doch ein bisschen den Unterschied macht. Mit dem, was wir angeln. Ich hau mal die Blutegel raus. Komm her.
Kulisse ist schön ruhig gehalten. Bisschen diese Quake von den Fröschen, wo man da hört. Barisch. Ist aber was Neues. Und noch mal einen Barisch. Hoppla. Okay, ich mache jetzt hier auch schon einen Cut. Ich muss sagen, das Spiel ist nicht meins. Ich finde es fast schon langweilig. Also wirklich hier Angel rauswerfen. Ich kann nicht sagen, wohin ich werfen will. Ich kann nicht sagen, ich will hier auf Karpfen mit Boilie-Ruten. Ich kann da fast gar nichts noch machen. Unabhängig jetzt vom Level, dass es da auch andere Routen gibt. Also, das ist mir einfach zu wenig. Ja, hier auf Angel werfen drücken und Angel ziehen und das war's dann. Das ist mir zu wenig für so ein Browser-Game. Daher wird das Ganze als angezockt bei uns bleiben. Und ja, falls jemand das Spiel hat oder es jemand das noch anspielt von euch, kann es gerne kommentieren. Kann er zuschreiben, wie er das selber findet. Vielleicht sagt er, wow, ab Level 30 ist es so geil. Werden wir eventuell dann nochmal uns überlegen, das anzuspielen, aber derzeit, nee, das langt. Das war zu viel des Guten. Aber danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid bei unserem nächsten Let's Play von irgendwas anderem dabei. Ciao.